Hallo, willkommen zurück bei Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Wir sind im Jahr 2 und haben letztes Mal im Duellierclub so gesehen was gelernt, und zwar wie man den Gegner entzaubert. So wie haben wir gelernt, insgesamt schon, wie man die kleinen Kobolde oder Elfen los wird. Und, oh, wir haben so viel gelernt. Wie man diese komischen Viecher, diese kleinen Schreihalse auseinander nimmt, wir haben so viel gelernt. Und letztes Mal haben wir Quidditch Harry geholfen, nicht zu sterben. Und Dobby das Licht geführt und herausgefunden, dass er für Harry Potters miserablen Missgeschicke verantwortlich war. Und jetzt sollen wir zu Lockhart. Hi Lockhart! Was sollen wir hier? Hier waren wir doch schon. Hier waren wir doch gerade schon. Was haben wir letztes Mal gemacht, ey? Oh. Mach es halt normal. Wenn es Ihnen dann zufrieden ist, Herr Lockhart. So, Harry hat's geschafft. Ron, du bist dran. Und so. Auch geschafft. Was jetzt? Wir mussten eine Cutscene abwarten. Wow, die nicht gekommen ist letztes Mal. Jetzt wird gekämpft. Ja, wir kämpfen. Oh, das lief ja super. Harry Potter. Dann will ich Malfoy. Draco Malfoy. Aua. Au. Einfach gewinnt voll gegen mich. Voll unfair. Okay, noch ein. Yes! Gewonnen! Expelliarmus! Ich hab gewonnen! Und damit ist mein Zauber weg. Mein Klamottenzauber ist weg. Haha. Nicht lange. Das war Pasel. Er kann mit Schlangen reden. Das könnte damals nur die Nachfolger von Salazar Slytherin. Er kann mit Schlangen reden, das ist seltsam. Das Symbol kenne ich doch irgendwoher. Draco ist es gewesen. Wir müssen Draco folgen, hinter Draco her. Los! Pasel-Sprache freigeschaltet. Yeah. Ich brauche Leben, ich habe keins mehr. Oh, das war so riskant. Wieso habe ich es gemacht? Weil es riskant war, nicht lieber riskant. Harry Potter steht für riskant. Ich fand es immer cool, wenn man Pasel reden konnte, dieses... yeah, ich habe geholfen. Ach, kein Problem, warte. Das ist verwirrend. Mit dem Ding, also mit der rechten Taste, schalte ich nach unten. Mit der linken nach oben, das ist seltsam für mich. Weil ich würde an sich denken, dass ich mit der rechten nach oben schalte, mit der linken nach unten, weil es halt im, so gesagt, im Kreis ist. Aber nö. Ich glaube, ich muss in den Raum der... Nee, Bibliothek. Wo bin ich denn hier? Achso, bei den ganzen... Ich muss doch in den Slytherin, oder nicht? Ach hier, warte, ich helfe euch. Bitteschön.
Die Frage, darf ich jetzt rein oder nicht? Weil ich hab's freigeschaltet. Ich darf da rein! Nein, ich darf nicht rein, weil dann Gemälde ist anscheinend. Aber ich dürfte rein. Das Gemälde ist einfach so ein Bild. Einfach so ein Essenstisch. Schüler gerettet! Evoca zaubern! Nein, ich wollte zaubern. Danke. Bung. Ich denke mal, rein darf ich wahrscheinlich nicht. Weil, naja. Ich bin kein Hufflepuff, von daher. Essen? Okay, aber rein darf ich nicht. Gut zu wissen. Schade eigentlich. Genau, das von Hufflepuff ist in der Küche. Hinter der Küche ungefähr. Das von Ravenclaw ist in einem Turm, das weiß ich noch. Und das von Slytherin ist im Keller, im Kerker. Das heißt, ich bin gerade falsch gelaufen, ich muss hier hin. Ach, da muss ich Parsisch sprechen, hä? Alles gut, Draco? Das sah irgendwie cool aus. Oh, jetzt muss ich irgendwas machen. Was mache ich damit, wenn ich jetzt nicht fragen darf? Ich meine, so eine Schlange, das weiß ich auch, wo brauche ich die auf? Wo brauche ich die denn auf? Man muss ja so aufbauen. Ich habe eine Schlange bekommen. Cool. Und jetzt? Was mache ich mit dieser Schlange? Wo baue ich die hin? Ich denke mal, ich baue sie vielleicht hier drauf. Ah, okay. Ach, halt doch da rein. Haha, Harry Potter ist bei euch im Kerker. Oh, Cutscene. Es war Leviosa, Hermine. Nicht Leviosa. Der Blick. Okay, es muss wieder gehen. Ist auch spannend. Ich durfte die hin, es muss wieder gehen. War auch schön hier mit euch, muss ich sagen. Ist an sich nicht so schlimm, wie ich dachte. Es ist sehr deprimierend, ja, aber es ist normal. Es ist immer ein Slytherin, von daher. Hui! Und zurücklaufen, den langen Weg. Ich glaube, zurück in die Bibliothek. Oh Gott, ein langer Weg. Bibliothek. Nee, Zaubertränke. Zu Zaubertränke. Ich liebe das Geschleiche. Ah, der Vielsafttrank. Brauche einen Apfel, einen Brücke und ein Rot. Ich brauche einen Apfel, eine Brücke und ein Rot. Was auch immer ein Rot ist. Oh, ich ermorde wieder einen Schüler, nicht wahr? Jop, ich ermorde wieder einen Schüler. Oh, ich habe sein Haar bekommen. Yay! Ich habe seine Haare bekommen, super. Der einzige Augenzeuge ist somit finito. Das One, deswegen. Ah, perfekt. So, Kleiner, ich brauche das kurz.
Sorry. Danke für den Apfel. Das Rote könnte ein Kirschen sein, so im Nachhinein. Jetzt, wo ich es überlege, es könnte ein Kirschen sein. Aber wo kriege ich einen Kirschen her? Sorry, Hermine. So viele Steine, ich verliere Überblick. So viel passiert. Ah. Ich bin ganz verwirrt. Ich will einen blauen Stein haben. Ich will einen blauen Stein. Danke. Vielleicht damit? Eine Kirsche! Ich hab sie bekommen. Meine. Danke. Blup. Justin Finch Fletchley. Justin Finch. Justin Finch Fletchley oder so. Oder Flinch Fetley. Oh mein Gott, ich kenn's. Harry Potter. Hermine Granger. Katie Bell. Padma Pavati, die neue ist anscheinend. Raven. Warum? Ach so, weil die mal wegtauscht zwischen der richtigen und der anderen. Okay. Ja. Ich bin Padma Pavati. Nice. Was gibt's noch? Genau, Ravenclaw-Schüler. Justin Finch-Flinch. Eigen G und Eigen Q. Und Gryffindor Jungen, Gryffindor Mädchen. Okay. Es gibt so einige Charaktere. Das ist ein spannender Schatten hier unten gewesen gerade. Okay, ich soll also eher werden. Justin Finch Fletchley. Okay. Den Vielsafttrank freigeschaltet. Sehr gut. Der Vielsafttrank. Warum wird ein random Hufflepuff-Schüler benötigt, um hier rauszukommen? Hi. Krieg ich was? Danke. Was ist das? Was ist das? Ein was? Hä? Was? Was? Was war das? Was war das? Was ist passiert? Oh, ich muss sie aufmachen. Ich muss sie finden und aufmachen. Dann kommt da was raus. Oh, wie viel gibt's denn noch von? Da ist noch eine. Da ist noch eine, da hätten wir noch eine. Okay, ich hab sie, ich finde sie langsam. Das Gute ist, wenn ich sie finde, kann ich meine nächste aufmachen. Und dann wird dort gleich bei anderen gezeigt, wo der nächste Korken ist. Hier war keine, da ist noch eine. Eine fehlt hier noch irgendwo, ich weiß nicht wo. Aber ist noch immer eine. Nur ich weiß nicht genau wo. Wo könnte die letzte sein? Die hatte ich schon, die hatte ich auch schon, die hatte ich schon, die hatte ich auch schon. Hier vielleicht irgendwo hinter. Ich habe jetzt 4 von 5, ich will alle haben. Ich gehe jetzt aber weg hier. Pff. Wie haltet ihr mich? Ich scanne gerade ein bisschen nach irgendwas, einfach sie hochschmeißen, sie hochfliegen lassen kann, aber. Jetzt gerade taucht nicht so viel auf, muss ich stehen. Hier auch nix. Hier auch nix. Doch dahinter.
Die habe ich schon aktiviert, ne? Ja. Bin ich blöd oder ist die irgendwo versteckt vielleicht? Aber die kann nicht so versteckt sein. Und warum ist denn die Tür, die nicht aufgeht? Mann! Bin ich aufgeben. Gefunden! Hahaha! Ich hab sie! Ich hab sie gefunden! Was krieg ich jetzt? Ah, okay. Zu Geld sag ich nie nein. Ich mag Geld. Ich mag Geld. Von daher, ich nehm's. Jetzt geh ich. Tschüss. Ich habe jetzt den Vielsafttrank gelernt, was sehr gut ist. Jetzt müssen wir zurück. Denke ich mal. Oder ja, wir müssen zurück in den Keller. Wir müssen jetzt uns als Slytherin ausgeben. Das kann ich überall trinken, oder wie? Oh, wow, was für eine Ehre. Das kann ich überall trinken. Das ist der Hammer. Das brauche ich. Unbedingt. Nee, warum will ich hier hin? Will ich gar nicht hin. Doch, ich will hier hin. Warum will ich hier hin? Warum will ich in die große Halle? Was will ich denn hier? Oh! Okay. Was muss ich da mehr suchen, ne? Ja, okay. Harry. Jetzt macht das Sinn. Jetzt verstehe ich, was ich machen muss. Jetzt verstehe ich. Ich muss den Trank erstellen. Und dann muss ich zu einem Hufflepuff werden. Ciao. Denn das Gemälde hat einen Hufflepuff. Das heißt, ich muss an der Seite, um da reinzukommen. Das ist sehr clever. Sehr, sehr clever. Okay. Hier, ich werde zu Justin Finch-Fletchley. Mein Lieblingscharakter. Yay! Da war was hinter. Was haben? Harry, blaues Hemd! Wow! Amazing. Jetzt kann ich da hoch, oder wie? Und da oben ist doch ein Eingang. Warum man da hinfinden soll, keine Ahnung. Aber anscheinend führt er irgendwo hin. Von daher, ich nehm's. In ein Level? Dass ich von der Zeit her nicht schaffen werde jetzt. Von daher werde ich es speichern. Im nächsten Part machen wir weiter hier. Ich bedanke mich für was zu gucken und dann bis nächstes Mal bei Lego Harry Potter. Die Jahre 1 bis 4 im Jahr 2. Tschüss! Oh, das war auch passend. Das war nicht so gemeint. Kannst gerne weitermachen, Spiel. Ich will Hilfe. Spiel! Danke. Genau. Tschüss.